13-teilige Schlagkappen-Schraubendrehersatz hier besteht aus 12 Schraubendrehern und einem T-Griff. Und im Detail schauen wir uns den Satz jetzt mal an. Geliefert wird der Satz im stabilen Kunststoffkoffer und im Satz sind dann folgende Größen enthalten. Und zwar die Schlitzschraubendreher von 3,5 x 80 mm bis hoch 10 x 175 mm und im Kreuzschlitzbereich dann von 0 x 60 bis hoch 4 x 200. Des Weiteren sind zwei kurze Schraubendreher enthalten, einmal als PH2 oder dann der Schlitzschraubendreher in 5x38. Zudem ist ein Ratschen-T-Griff mit Viertel-Zoll-Aufnahme enthalten, den schauen wir uns später auch noch an. Aber erstmal im Detail zu den Schraubendrehern. Die Schraubendreher bestehen aus einem Zweikomponentengriff. Dieser erlaubt eine perfekte Kraftübertragung, da die Hand nicht abrutschen kann. Zudem hat der Griff im hinteren Bereich eine Schlagkappe. Die Klinge ist durchgehend. Somit ist auch hier, wenn ich mit dem Hammer draufschlage, die Kraftübertragung perfekt gegeben. Die Klinge selbst ist gehärtet, im vorderen Bereich brüniert, somit ist eine lange Haltbarkeit gegeben. Und ich habe noch zusätzlich einen Sechskant, somit kann ich halt hier auch mit einem Schlüssel drauf gehen, um noch mehr Kraft übertragen zu können. In der Schlagkappe ist zusätzlich noch ein Viertel Zoll Vierkant eingelassen. Dieser ist für den mitgelieferten T-Griff, den kann ich dann dort einsetzen und über den dann halt zusätzlich Kraft nochmal in den Schraubendreher einbringen und somit ist Drücken und Drehen eine Kraftbewegung. Der T-Griff ist als Ratsche ausgeführt, umschaltbar, somit kann ich den zum Lösen als auch zum Festziehen benutzen, beziehungsweise über die Mittelposition ihn ohne Ratschenfunktion verwenden.